Das Kollegium auf der Schulbank. Das ist ein interessantes Thema. Inzwischen nehmen alle Lehrkräfte das nicht als lästige Pflicht, sondern als Chance für die Kompetenzerweiterung und Weiterentwicklung wahr. Bei uns ging das Ganze los, als die Lehrergeräte, also die iPads, verteilt wurden, dass ich eine Fortbildungsreihe gestaltet habe, wie es wirklich darum geht, wie arbeite ich eigentlich mit dem iPad und wie bringe ich das iPad dann auch an den Schüler. Und da entstanden dann im Laufe der Zeit während der Nutzung immer wieder kleine Themen, die man jetzt nicht in einer ewig langen Fortbildung aufgreifen wollte, sondern wirklich dann in kurzen Sequenzen von zum Teil nur 15 bis 45 Minuten. Natürlich gibt es immer welche, die sagen, es ist noch nichts für mich, aber da sind wir da und wir laden die Kolleginnen und Kollegen auch in unseren Unterricht ein, teilzunehmen und zu sehen, wie einfach eigentlich der Umgang mit dem iPad zu regeln ist. Wir haben uns als Schule bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung beworben, um Netzwerkschule im Bereich digitale Bildung zu werden. Wir wurden auserwählt und haben uns riesig gefreut und haben dort dieses Programm durchlaufen, um da einfach gefestigt daraus hervorzugehen und eine gute Mikrofortbildung für unsere Kollegen an der Schule anbieten zu können. Die Mikrofortbildungen haben einen kleineren Teilnehmerkreis, sind aber thematisch und niveaumäßig sehr passgenauer auf die Bedarfe der Lehrkräfte abgestellt. Da versuche ich immer am Anfang eine kleine Umfrage zu machen, wo denn der Stand ist. Also Feedbackkultur ist uns da ganz wichtig. Und dann wird es in der Mikrofortbildung wirklich individuell aufgegriffen, je nach Stand der Lehrer, damit da wirklich jeder das Bestmögliche mitnehmen kann. Im Hinblick auf die digitale Schulentwicklung beschäftigt uns, wie wir die Errungenschaften aus der Corona-Zeit beibehalten können. Und diese Erhaltung ist nicht so unproblematisch. Während der Corona-Pandemie war es schon so, dass einfach viel auf einmal zusammenkam, viel, viel, viel Neues zu lernen. Und gegen Ende hin ist schon ein kleines Motivationstief entstanden. Aber jetzt sehen wir eigentlich schon, dass unser Kollegium wieder bereit ist, da aktiv einzusteigen und sich fortzubilden. Die Erfolge durch die Mikrofortbildungen sehen wir in der selbstverständlichen Nutzung unserer digitalen Medien, in der tagtäglichen Arbeit. Ich bin der Meinung, dass es ohne nicht geht. Ich glaube nicht, dass es eine Schule gibt, die sich da komplett davor verschließt. Egal, was man heutzutage macht, jede Bewerbung oder auch jede Mail, die ich bekomme. Ich bin auch Berufskoordinatorin an der Schule. Das läuft alles online. Und wenn ich das nicht kann, dann bin ich früher oder später wirklich in einem digitalen Steinzeitalter. Die Denke unserer Schüler ist ja leider auch oft, dass sie zwar die Digital Natives sind, aber das Know-how, wie ich denn wirklich effektiv digital arbeiten kann, das ist wichtig, denen beizubringen. Das war auch eine ganz große Motivation für unser Kollegium natürlich, zu sagen, Moment, ich muss mich zum Experten machen, dass ich da reingehe und dass ich da drin wirklich der Experte bin. Und das ist natürlich Arbeit, aber bei uns gut funktioniert und freut mich jeden Tag mehr.